Ja, hier bin ich wieder. Ja, ich wollte mal demonstrieren, wie einfach es ist, etwas von der Anlage zu entfernen. Denn hier seht ihr am Bahnübergang diese kleine Wellblechhütte. Die wird in Zukunft nicht mehr gebraucht. Oder ich habe für sie eine andere Verwendung gefunden. So, da ich das alles mit Holzleim befestigt habe, bedarf es nur ein bisschen Wasser und muss natürlich alles gut eingefeuchtet werden. Und dann kann das Ding hier verschwinden. Das wird sich nämlich an diesem Bahnübergang einiges ändern, aber da will ich nicht zu viel verraten, sondern das bedarf noch ein wenig Zeit, bevor ich hier weitermache. So, erstmal muss das gute Stück hier bewässert werden. Und das muss natürlich auch ein bisschen eingeweicht werden. So, ich will mal sehen, ob sich da schon was bewegt. Nee, noch bombenfest. Also Wassermarsch. Ich hoffe, ich habe das Ding nicht mit Hugo festgeklebt, aber das glaube ich nicht. Nee, das war mit Weißlein. Ja, wollen wir sehen, ob das Mannequin hier schon zu lösen ist. Nee, der bewegt sich auch noch keinen Millimeter. So, kleine Pause. Ich warte, bis das durchgefeuchtet ist. So, ich glaube, jetzt kann ich es wagen. Mal sehen. Ja, es bewegt sich was. Also, komm. Das Ding hier jetzt weg. Zwar bleibt das irgendwo auf der Anlage stehen, aber das werdet ihr noch sehen. Na, widerspenstig bist du auch noch. So, da haben wir das gute Stück. So, und du bist jetzt auch fällig. Ja, sieht es ein bisschen unschön aus, aber das ändert sich auch gleich. Wozu haben wir hier jetzt die Gartenabteilung? Ja, halt die Schnauze. Ja, ihr werdet hier noch in vielen, vielen Videos den alten Zustand sehen. Das ist eben die Sache, wenn man viele Videos vorproduziert hat und von zwischendurch mal was macht. Also
nicht wundern, dass da noch in vielen Videos, die kommen werden, noch die Hütte steht. So, bisschen Leim hier hin und die Gartenabteilung wird neuen Rasen ansehen. Ja, so schnell geht das. Wenn das mal in Wirklichkeit auch so schnell gehen würde. So, noch ein bisschen verteilen hier. Ja, auf meiner Anlage, da muss das nicht immer alles geleckt aussehen. Ich finde es irgendwie blöde, wenn auf Modellanlagen alles so nach Schema F, also gerade Straßen und alles schön sauber gemalt und alles in Ordnung ist. So sieht das in der Natur auch nicht aus. Das ist auch ein bisschen Wildwuchs. So, und für diese paar Quadratzentimeter meiner Anlage, da braucht man auch keinen Grasmaster. Das wäre blöd, sowas, so ein Ding anzuschaffen. Naja, bei großen Anlagen sehe ich das ein, aber hier, wenn es sich nur um ein paar Zentimeter handelt, da braucht man sowas nicht. Übrigens meine ganze Anlage, dafür habe ich keinen Grasmaster benutzt, das ist alles fein säuberlich nach dieser Methode gestaltet worden. So. So, da haben wir nun das Resultat. Ein bisschen Unkraut noch dahin, damit es nicht ganz so nackt aussieht. So, fertig ist die Sache. So, ein bisschen sauber gemacht hier. Naja, nachher kommt noch der Straßenkehrer. So, das war der Abriss hier der kleinen Wellblechhütte am Bahnübergang. Ja, das ergibt natürlich auch wieder gleich einen ganz anderen Blickwinkel hier auf diese Stelle. Ja, durch eine Störung hier am Bahnübergang lassen sich die Schranken nicht schließen, aber die Warnleuchten funktionieren. So, deshalb muss die 23, die jetzt lange genug hier gestanden hat, die Glocke betätigen, um hier den Bahnübergang zu queren. So, damit schließen wir das Thema Abriss der Wellblechbude ab. So, hier seht ihr jetzt, wie die
die Wellblechhütte ihren neuen Platz findet, an der Tankstelle. Moment. So, jetzt geht's los. So, da kommt sie hin. Zack. Und ich lasse natürlich meinen Tankwart nicht im Regen stehen. Er kann sich jederzeit in diese kleine Hütte unterstellen. So, Kamerad. Ne? Willst du noch nicht? Aber du musst dahin. So. So, somit ist diese kleine Aktion auch abgeschlossen. So, und damit endet erstmal dieser kleine Vortrag hier oder dieses kleine Video mit dem Umzug der Wellblechhütte vom Bahnübergang zur Tankstelle. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich sage dann Tschüss, auf Wiedersehen.